not decolonize my body. Schon mal daran gedacht, dein Privileg weiß zu sein und diese einhergehende Macht zu teilen? Trying to think of an indigenous future or a collective future for us all. Weltweit wird in einer Vielzahl politischer Organisierung für gleiche Rechte und alternative Gesellschaftsentwürfe gekämpft. Auf dem Kongress Zukunft für alle hatten wir ein riesengroßes, vielfältiges Programm. Wir hatten über 200 Workshops, die während dieser 4 Tage stattgefunden haben. Die ersten 2 Tage ging es um Utopie und in den darauffolgenden Tagen ging es um die Transformation. Wie kommen wir also zur Utopie? Vom Beziehungsstrang zu Landwirtschaft, Mobilität, Energie und Klima, Wohnen und so weiter. Möglich waren diese über 200 Workshops nur, weil so viele Leute Lust hatten, sich mit Utopien und Transformationen zu beschäftigen. Du begibst dich jetzt auf eine Reise in die Zukunft. Handelt es sich, so fragt dieser kritische Eindruck gegen die Utopie, bei der utopischen Produktion nicht notwendig um Projektion? Aber ich will nicht sagen, erstens, was passiert, wenn das passiert, sondern ich will, dass jetzt schon was passiert. Ich bin Caro aus der Stream-Team-Koordination und ich sorge dafür, dass Regie und Kamera wissen, was sie zu tun haben und schreibe Regiepläne und so weiter. Und das Aufregendste an diesem Kongress war auf jeden Fall der Samstag mit 3 parallelen Livestreams. Also dass man auch sagt, prekäre Arbeitsbedingungen, prekäre Wohnungsbedingungen oder Diskriminierungserfahrungen, das verursacht auch alles Stress. What we see, the impacts of climate crisis is not equally distributed. Ich bin Quinn Ann und ich spreche hier stellvertretend für unser DolmetscherInnen-Team. Wir dolmetschen von hier aus die Podien und haben ganz unterschiedliche Sprachen mit dabei. Wenn wir über Utopien sprechen und auch wie wir dahin kommen können, ist es natürlich total wichtig, so viele Perspektiven wie möglich aus verschiedenen Ländern, Sprachen, Hintergründen mit einzubeziehen. My name is Abita Ndolo. I'm coming from Kenya and I'm moderating and participating in a workshop Traversing Power Structure in Schools Partnership between Global South and Global North. During the session, the participants are supposed to do a role play whereby they will experience power structure. Ich gebe einen Workshop zum Thema Klimagerechtigkeit, Herrschaftskritik, Aktivismus, in dem sich die Teilnehmenden so ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen können, also wo sie gerade stehen in Bezug zu den Themen. Hallo, ich bin Tobias Brudekart und wir sind hier im Dorf der Jugend in Krimma. Der Wunsch ist ja, dass man über viele Jahre mit ganz vielen Jugendlichen halt an dem Gebäude arbeiten kann, die dann dadurch vielleicht eine Art Beziehung, ne, zu dem Projekt aufbauen. Diese Art zu leben oder Kultur ist eine Art der Herrschaft. Sie kommt aus den Bussen. Und dann gehst du tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Die Idee für diesen Kongress ist 2018 entstanden, als wir uns überlegt haben, wie können wir zu dem Thema Utopien gut arbeiten. Und wir haben sehr früh festgestellt, dass wenn wir uns wirklich den großen Fragen zuwenden wollen, also wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin, dass wir das keinesfalls alleine können. Wir haben ca. 200 Vordenkerinnen aus ganz verschiedenen Gesellschaftsbereichen gefragt, wie sie eigentlich 2048 leben wollen und wie wir dahin kommen. Daraus haben wir ein Buch geschrieben, das heißt Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Darum geht es natürlich einerseits um die großen Fragen, wie sieht die Wirtschaft aus, wie funktioniert die Demokratie, gibt es noch Geld, was ist mit Eigentum? Aber andererseits geht es auch darum, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie fühlt es sich an zu wohnen 2048? Wie fühlt es sich an, mobil zu sein 2048? Und können wir eigentlich über jede Grenze hinweg oder nicht? Keine Waffen für die Welt! Keine Waffen für die Welt! Thank you.
Möglich wurde dieser Kongress nur durch den großen Orga-Kreis. Wir hatten einen Kreis von 150 Leuten, die haupt- und ehrenamtlich hier mitgearbeitet haben, mit einer wahnsinnigen Energie und sich eingearbeitet haben in neue Themenfelder, die uns keiner vorher kannte, zum Beispiel sowas wie ein digitaler Kongress. Warum ein Kongress zu Utopien? Gerade in Zeiten der Klimakrise und in der starken autoritärer und rechter Bewegung ist es wichtig, dass wir uns zusammentun, vernetzen und gemeinsam überlegen, wie alles auch ganz anders sein könnte.